sehr viel tun, und zwar auf mehreren Ebenen. Denn digitale Bildung in Schulen heißt nicht, ich sag mal, nur ein Tablet reinsetzen. Es ist eine Kultur, es ist eine Art und Weise, wie man das angeht. Es geht darum, im Grunde genommen junge Leute eigentlich dahin zu bringen, dass sie selber gestalten können. Und das ist gerade im Moment in Schule schwer, weil man braucht eine andere Art von Zusammenarbeit zwischen Lehrern, zwischen Schülern, zwischen Schulämtern und so weiter. Aber wichtig ist es, Digitalisierung ist die Sprache des 21. Jahrhunderts. Wichtiger an der Stelle Schule zu öffnen und gemeinsam etwas zu tun. Und zwar gemeinsam heißt nicht ökonomisch, oh, jetzt wittere ich ein Geschäft und kann Schulen irgendwelche Bildschirme verkaufen, sondern gemeinsam heißt, Leute, junge Ingenieure und so weiter auch mal in Schulen reinzulassen oder auch außerschulisch Dinge zu machen, Bibliotheken machen zum Beispiel großartig viel. Da muss ein Miteinander entstehen und nicht so ein Gegeneinander.